Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu euch zu einer weiteren Folge von Mario Tobias Bugs of Hope mit dem Rayman in der Phantom Show DLC. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück. Ja, zu einer weiteren Folge von Mario Tobias Bugs of Hope. Rayman in der Phantom Show. Jo, beim letzten Mal haben wir in das DLC reingeschaut, haben kennengelernt, dass Rayman richtig krasser Charakter ist. Also, seine Fähigkeiten sind schon einmalig. Ich sehe das Ding schon die ganze Zeit hier. Ich war wahrscheinlich gerade noch rangezoomt, deswegen bleibe ich noch mal eben kurz stehen. Dann seht ihr vielleicht, weswegen ich gerade so gelacht habe. Da, deswegen habe ich gelacht. Das wollte ich einfach nur noch mal zeigen. Es ist auch irgendwie lustig, die andere AFK-Aktion ist einfach, dass Rabbit Peach Selfies macht und Rayman einfach ultra genervt ist. Ich finde das irgendwie lustig. Wollte gerade sagen, hier ist doch bestimmt irgendwas. Nehmen wir einfach mal jene Münze mit. Okay. Die Karte ist sehr groß. Da hinten ist auf jeden Fall ein neues Bad. Oh, Kisten, gar nicht gesehen. Also hier will etwas rein. Ah, dahin will ich. So, ich kann auch in der Luft das machen. Okay, hab's. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich in der Luft grapschen kann. Da hinten wartet das Phantom. Ich werde wahrscheinlich so oder so wieder eine Münze am Ende übersehen. Das weiß ich jetzt schon. Ja, wie Teleporterflaggen funktionieren, weiß ich. Ja, wen haben wir denn da? Kann ich schnell ein Autogramm bekommen? Ich bin ein Riesenfan. Bitte, ohne Widmung. Nein, ich will es nicht verkaufen oder so. Es ist für einen Freund. Ja, genau. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich gebe Promi-Rabatt und wenn es um Datenschutz geht, erfülle ich die höchsten Standards. Am Promis Weltallweit würde ich niemals etwas über das Kaufverhalten meiner Kunden verraten. Egal wie skandalös es ist und egal wie viel sie mir dafür bieten. Wie heißt ihr noch gleich? Ja, sehr überzeugend, dass du ein Fan bist. Okay. Freibeuterblaster. Freibeuter-Doppelklopper. Globox-Doppelklopper. Die Trio-Finale sieht richtig geil aus. Der Krake. Riesenfeuerknecht. Bravados. Okay. Heb mir die Münzen erstmal auf. Aber daran können wir eigentlich sehen. 6 Münzen hier. Und nochmal 12 hier. 18 Münzen müssen wir insgesamt sammeln. Das heißt, wir haben eine von 18 Münzen. Wir haben definitiv hier was noch zu tun, Leute. Hallo, kann ich helfen? Ich soll Zutaten in den Kessel werfen. Der schon wieder. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es dieser Druide ist. Komme ich denn da ran? Denkt dran, ihr habt Spaß bei der Arbeit. Wie komme ich denn da dran? Liegen die Zutaten hier einfach random rum?
Ich sehe da auf jeden Fall was. Finster Zeitwillen. Oh, das... Das könnte schlimm oder angenehm werden, je nachdem. Okay, da oben, da sehe ich das. Innerhalb von 3 Runden muss ich das schaffen. Ich weiß nicht mehr, was das andere war, aber ich glaube, dass keiner von meinen K.O. gehen darf. Das heißt, ich heile am besten meine Leute immer vorher. Dann passt das schon. Gucken wir mal einmal kurz über die Taktik-Cam. Ich könnte hier rüber gehen, von hier aus meine Rakete starten und dann einfach hier einmal komplett drüber schießen und hier alle Augen wegmachen. Hier zähle ich 6 Augen. Nee, ich sollte das wenn hier oben machen. Da kann ich ja wesentlich mehr wegkratzen. So, Leute. Ich habe mein Team jetzt mal angepasst. Ich habe beiden Rabbit-Kameraden hier einen Shaker mitgegeben, da wir ja viele Augen kaputt machen müssen. Und ich würde Rabbit, Mario, den habe ich dem Doppelgänger jetzt mal mitgegeben. Die Fähigkeit finde ich richtig geil. Den würde ich nach da oben schicken. Zusammen mit Rayman. So, ich mache mal zuallererst die beiden Augen hier weg. Dann mache ich mal das Wirbelgeschütz. Mach mal direkt den Wirbelsauger. So, dann mache ich mal an der Stelle hier den Arctishaker. Ich treffe auch tatsächlich beide Augen direkt. Okay, der Arctishaker, der sieht doch geil aus. So, kriege ich dich direkt down? Ich kriege dich direkt down. Wir müssen das hier innerhalb von 3 Runden schaffen. Das ist das größte Problem. So, tschüss. So, dann schieße ich dich direkt als nächstes ab. Oh, da war gerade dieser Klaue-Effekt. So, reicht der Aqua-Shaker hier für alle? Kleines bisschen näher und ich würde sogar das Auge da hinten treffen. Ja, vom Prinzip her, ich muss nur noch mit Rayman da hoch. Und mit der Rakete hoffentlich alles treffen. So. Ich sollte nah genug sein, dass ich da hochkomme. Ich glaube, der hat mich gerade sogar noch mal ein bisschen näher geschoben. Oh, Rayman, ich lebe gerade so noch, ne? So, hier hoch. Ich stelle mich mal so nah ran wie möglich. Ich stelle einfach mal die Geschütze hier auf. So, und los. Ja, das zählt für die Augen und ich kann sogar über die Mauer einfach. Geschafft. Aber Rayman wäre dabei fast draufgegangen. Fantastisch. Zuglimit eingehalten und es darf generell nie einer K.O. gehen. Oh,
was sehen wir denn hier? Oh, ist unser Einsteinkurs ist offiziell von katastrophal auf ziemlich mies gestiegen. Boah, ich hatte ihn erstmal gar nicht erkannt. Das ist der DJ von der Erstinsel mit der richtig geilen Mucke. Geilo. Ich heile erstmal mein Team. Ah, guck mal, hier ist eine Zutat für seinen Trank. Ich hoffe, ich muss die in keiner bestimmten Reihenfolge reinwerfen. So, von wo aus kommen wir jetzt an die andere Zutat? Da will ein kreisartiges Objekt rein. Okay, ich folge mal den Fußspuren. Ist das eine Quizshow da rechts? Irgendwie hier hoch. Und irgendwie ist gut. Und wo komme ich denn da hoch? Ach, da. Ah, ich sehe das Teil. Ah, toll. Ich muss zweimal hier hoch. Dann bringe ich erstmal das hier da rein, damit ich an das andere rankomme. Dann muss ich mir jetzt das Rosane da oben nochmal holen. So, jetzt bin ich nochmal hier oben. Ich finde das fies, wenn man doppelt irgendwo hochklettern muss. Das wäre ja auch da rein. So, hier bitte. Jetzt brauchen wir nur noch die eine Zutat dort. Okay, das muss ich grapschen. Hier bitte. Koch mit Teriak. Ich finde es cool, dass die wichtigsten Charaktere, also die interessantesten vom Hauptspiel hier alle sind. Also der DJ und der Teriak, die waren ja richtig geil. So, wurde auch mal an der Zeit, dass ich mir hier was genehmige. Den Trank kann ich sogar dreimal kaufen. Das heißt, wir haben hier sogar 20 Münzen. Ich kaufe mir mal der Krake, Bravados und Riesenfeuerknecht. Würde mir auch instant die Info dazu mal anschauen. Okay, eine neue Sniper-Art. Das ist wahrscheinlich der Riesentyp hier. Und das sieht auch lustig aus. Jetzt schon 17%? Okay, wir kommen voran. Ich würde mal sagen, als nächstes dem Spark da helfen. Wo ich schon gerne erstmal da den Knopf drücken würde. Sieht aus, als ob es gegrapscht werden will. Aber wo will's hin? Ach, dahin. Ich habe nicht mal gesehen, dass da was ist. Ich habe einfach nur geschlagen. Das Phantom.
Okay, Kiste schieben. Da drauf. Das will nach da oben. Das habe ich instant verstanden. Erstmal 10-mal den falschen Knopf gedrückt. Dann will ich hier rüber, da hoch, die Kiste irgendwie nach hier oben schaffen. Wenn ich das richtig gesehen habe. So. Dann ziehen wir mal die Kiste. Aber vom Prinzip her kann ich sie noch nicht durchschieben, weil ich den Weg erstmal vollständig dahin machen muss. Muss erstmal den Weg komplett aufdecken. Jetzt kriege ich das Ding eh nicht rüber. Dem Spark da unten will ich auf jeden Fall noch helfen. Bei was auch immer der da macht. Ach, ich habe da einen Knopf gedrückt. Da ist der Holzfäller mit dieser Waldnymphe. Ach, wie nett. Gut, in den Morgen. Okay, ich sollte nach so Packmaschee-Dingern Ausschau halten, die ich eventuell aufschlagen kann. Die Sendung läuft hervorragend. Wir überlegen, eine Single-Kreuzfahrt zu veranstalten, um von dort aus Live-Folgen zu senden. Ohne euch Helden hätten wir die Wave nie gefunden und dann hätte unsere Sendung garantiert einen extrem unbeliebten Sendeplatz bekommen. Ja, und das Rätsel haben wir auch gelöst, ne? Ich sollte mich mal umschauen. Sind hier noch mehr solcher aufbrechbaren Wände? Sammle alle Schlüsselteile. Okay. Ja, wie die grüne Münzen-Herausforderung. Oh, schön. Hey. Oh. So. Ich schaue mich gerade nur noch mal um. Die Musik genieße ich einfach. Halt, falls hier nochmal so ein Teil ist. Aber die Münzen, die finden wir echt schnell. Hallo? Möchtet ihr euer Wissen auf die Probe stellen? Der Quizmaster. Helden, ihr seid die nächsten Kandidaten. Wer ist ein helles Spärkchen? Ich nicht. Tut mir leid, aber wir haben es eilig. So ein Mist, dann müssen wir all diese wunderbaren Preise wohl wegwerfen. Oh, jetzt interessiert. Wenn ihr 6 von 8 Fragen richtig beantwortet, gewinnt ihr. Seid ihr bereit? Nö. Okay, ich dachte, ich muss kämpfen, aber wenn ich hier nur ein Quiz beantworten muss. Ja, ich kann mit mal maximal Rasereiangriffe auf Gegner ausführen. Ich glaube, er kann 3 ausführen. Ne, dann waren es 5. Stimmt ja, mit Mario war der Raserei-King. Ihr wartet durch einen giftigen Sumpf. Welches Item könnt ihr nutzen, um nicht vergiftet zu werden? Den Immunitätszauber. Das ist richtig. Was passiert mit Rabbit Peach Freunden, wenn sie nach einem Sprung in ihrer Nähe landet und sie diese Fähigkeit vollständig gemeistert hat? Heilung. Welche der folgenden Gegenstände verursacht bei Stöbern keinen Schaden? Musst du kurz überlegen.
Ich habe nämlich den Superpilz nicht gesehen. Ich bin Torpedogeschütze, kann Rayman auf einmal beschwören, wenn er diese Fähigkeit vollständig gemeistert hat. Das war, glaube ich, 3. Nur noch 2 muss ich richtig beantworten. Wie kann man einen einsamen Wolf am besten aus der Deckung scheuchten? Feuer! Wer spielt die Rolle von Sydney, dem Rabbit-Verdrescher, in Spiel mir das Lied von... Ich nehme an, das ist dieser Bravado, weil das ist der einzige, wo ich auch einen Text zu bekommen habe. Ich wusste die Antwort nicht, ich habe mich jetzt wirklich nur nach diesem Info, die ich gekauft habe, orientiert. Ich habe sie ja nicht mal wirklich gelesen. Aber hey, ich habe die Quizshow geschafft. Und dahinter wartet ein Kampf. Na komm, beseitigen wir diese Fitzerzeitpfütze noch. Okay, Leute. Erreiche den Bereich. Ich sehe viele Scharfschützen. Könnte ich hier eventuell drüber fliegen? Wenn ja, dann käme ich easy da vorne hin. Probieren wir es einfach mal. Wenn ja, wird das die kürzeste Schlacht von allen. Schaffe ich den Flug? Ich schaffe den Flug. Jetzt ist aber die Frage, kann Rayman einfach nur weiter fliegen? Also ich habe die auf jeden Fall gerade noch vorher angepasst, dass die alle ein bisschen mehr Gleitreichweite haben. Rayman kann deutlich weiter gleiten als alle anderen. Okay. Dann vernichte ich dich einfach und dann gucke ich, dass ich mit Rayman einfach da hinten reinkomme. Das war nicht die schlauste Idee in meinem Leben. So, wilbige Schütze. Komm mal her, Kollege. Und runter. Dann stelle ich mich so hin. Da muss der sich bewegen. Perfekt. Okay, ich probiere mal, ob ich ihn mit der Rakete abschießen kann. Wer weiß, vielleicht bin ich ja damit gegen die geschützt. Nee, geschützt bin ich nicht, aber ich kriege den Schaden auch nicht. So. Und weg ist er. Rein da. Das war easy. Fantastisch. Oh. Und die Kritiker haben gesagt, wir würden niemals die Einschaltquoten eines mittelmäßigen Vogelfutterhäuses in Livestreams überbieten. Ah! Ja, ein goldenes Prisma haben wir sogar bekommen. Und die Quizshow geschafft. Aber ich habe schon gedacht, ich würde den Typen hier kriegen. Den Quizmaster. Ich stelle euch 8 Fragen. Ja, versuchen wir es mal nochmal. Vielleicht bin ich ja weiter intelligent. Ich glaube, sie hat dann die Selbstheilung. Ist das nicht immer ein Steinblock? Die haben so die Form von einem Einsiedlerkrebs. Nee, von einer Schildkröte, ich dem Lack.
Es war so ein goldenes Ticket. Ich hätte nicht gedacht, dass Beppo da mitzählt. Hä? Ach ja, kann ich das ja nur einmal aufwerten. Das ist ein Huhn. Ich darf jetzt nicht nochmal falsch liegen. Eher die Wellenkraft, oder? Ne, die Scankraft. Ich versuch's nochmal. Wir haben es sogar ohne irgendein Leben zu verlieren. Dieses Mal. Und dafür kriege ich eine Kiste. Oh, schön. Ah, okay, da kriegt man dann ein bisschen Geld. Na gut. Hatte die Hoffnung eigentlich eher den Spark zu bekommen, aber diese Chance wird wohl verwehrt bleiben. Aber wo könnte man besser Schluss machen als bei dem Disco-Typen? Ja, Leute, ich hoffe, euch hat der heutige Part gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!